Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik mit spannenden Diskussionen, Interviews und Produktpräsentationen. Powered by Kubus. Hallo, hier ist der Mefluin, euer Tech Talk. Und wir haben heute eine super Sendung für euch vorbereitet. Wie bringt denn die Inhalte ins Netz? Ja, meine Inhalte heißt das Motto heute. Und natürlich auch alle anderen Tech Talker wieder mal mit dabei. Steffen Schulz in der Technik und da drüben im Studio Chemnitz. Ich bin's, der Jeffrey Barker. Hallöchen. Hallöchen. Genau. Ja, und ich begrüße euch auch nochmal. Ich bin der Mefluin. Ja. Und ich fange mit an mit dem ersten Thema für heute Abend, Facebook. Ja, 2004 war es, wo der Mark Zuckerberg das Facebook gegründet hat und ins Netz gebracht hat. Facebook kennt wahrscheinlich fast jeder, ist ein soziales Netzwerk, was viele Leute zusammenbringt. Man kann sich nicht nur chatten und nicht nur Videos schicken, man kann Webseiten machen in Facebook. Man kann sich vernetzen mit anderen, wieder Bild, Sportbild und so weiteren. Und kann natürlich auch Freunde finden, die auch bei Facebook sind. Interessant finde ich ja, dass teilweise Firmen auch für Support-Sachen Facebook nutzen und auch Facebook als Nachrichtenzentrale nehmen. Also die haben dann zwar eine eigene Homepage, aber die binden dann einfach ein Facebook-Feed ein. Habe ich alles schon gesehen. Und nutzen das sozusagen als Verbreitungsweg für ihre Nachrichten. Sehr interessant. Ja, das habe ich auch schon hier bei Nero zum Beispiel, kann man das feststellen. Nero, also hier die Nero herstellendes Brennprogramm oder auch andere Firmen wie hier, ich glaube, also viele Softwarefirmen machen das auf jeden Fall. AVM, also die Fritzbox machen. Und da gibt es etliche, also die kann man ja nicht alle aufzählen. Oder auch unsere CVAG hier, also die CVAG hier, Chemnitzer Verkehrszentrale, die macht das auch so, wenn irgendein Bus ausfällt zum Beispiel, gibt es auch eine Meldung über Facebook und teilweise auch Hintergrundinformationen, warum, weshalb, wieso. Ja, das findet man öfters. Ja, und nicht nur das, Facebook ist ja auch wirklich, was sie schon alles gekauft haben, ist ja auch ein Wunder, ne? Die haben WhatsApp aufgekauft, sogar Microsoft hat ein paar Prozente an Facebook, wo gar nicht ganz sicher ist, wer da eigentlich jetzt noch alles mit drin ist. Sie sind ja auch an der Börse seit 2012 und haben ja auch das mit dieser virtuellen Brille eben rausgebracht oder auch verkauft. Und der Marktanteil ist sehr hoch bei Facebook. Ja, aber wichtiger ist ja eigentlich, wie effektiv ist es, seine Inhalte über Facebook zu veröffentlichen. Also ich rede jetzt nicht von den privaten Inhalten, die privaten Chats und WhatsApp und was man da alles mittlerweile machen kann, sondern wirklich Inhalte, die für jedermann dann zu lesen sind. Also mit Facebook Homepages erstellen, Facebook-Seiten mit öffentlich zugänglichen Inhalten. Wie effektiv ist sowas? Wie gut wird man da gefunden? Ich bin ja nur anti-Facebook. Ich bin ja nur eher anti-Facebook technisch eingestellt, aber ich zweifle da immer so ein bisschen dran. Wie gut wird man tatsächlich gefunden mit so einer Seite? Also es gibt ja es gibt ja Facebook auf verschiedenen Plattformen, wo man das ja finden kann. Es gibt ja die App, es gibt die Browser, die eigentlich für einen Blinden oder Sehbehinderten ja auch stark überfrachtet ist. Dann gibt man ja auch eigentlich das m.facebook ein. Und dann kommt es darauf an, wie du die Seite veröffentlicht, ne? Wenn du jetzt eine Seite hast, die nur geschlossene Beiträge bringt, dass das praktisch nur im Facebook öffnet, sich, also dass du nur die im Facebook sind, das nicht lesen kann. Das ist der schlechteste Weg. Du kannst es aber auch so machen, die Seite, so wie es bei der Cap for Free Facebook-Seite ist, dass du es öffentlich zugänglich machst. Und dann eben kannst du über Google gehen und kannst wie normal sagen, du tippst ein Cap for Free und dann kommt eben
alles, was mit dem Suchbegriff Cap4Free. Und dann kommst du natürlich auf die Facebook-Seite und kannst alles mit Datum und so, also mit diesem Datumstempel, alles nach und nach ablesen, was es da für Infos gibt. Also nutzt man Facebook also gar nicht so sehr als direkte Domain, als Adresse, die man rausgibt, sondern man sagt einfach, sucht nach Cap4Free und dann findet ihr es dort auf Facebook irgendwo über die Suchmaschine eurer Wahl oder direkt auf Facebook. Genau. Richtig. Es gibt ja auch noch andere Nachrichtendienste, wie zum Beispiel Facebook zählt ja zu den Nachrichtendiensten, ne? Oder Social Media, wie man so schön sagt. Und da gibt es auch Twitter, Google Plus und ich glaube noch ein paar andere kleinere. Ich glaube, Yahoo war auch sowas Ähnliches. Die, aber den größten Marktanteil hat Facebook, eben Facebook. Ne? Ja, ja. Google Plus hatte zeitweise die mal die meisten Nutzer, was aber eher daran lag, dass halt viele Leute ein Google-Konto haben und dann irgendwie automatisch alle Google-Nutzer zu Google Plus gezählt wurden, obwohl die das gar nicht genutzt haben oder einfach nur mal reingeguckt haben, aber in Wahrheit gar nicht aktiv waren dort. Das stimmt. Wenn, egal was du dir für einen Google-Account machst, ne, du landest automatisch in der Google Plus auch. Das stimmt. Kann ich bestätigen, ich habe ja auch ein Android-Handy und da... Braucht man ja beispielsweise auch, um bei YouTube Kommentare loszulassen mittlerweile. Das gab es ja viele Nutzerproteste, aber praktisch hat man dann eben ein Google Plus-Konto, beziehungsweise einen, ja, erstmal ein Google-Konto und wird dann entsprechend also, bei manchen Diensten dann automatisch mit angemeldet. Bei Google hast du alles. Du die kannst ja auch sagen. Einmal anmelden, alles nutzen. Hast du Google-E-Mail, dann die ganzen, ja, wie du schon sagtest, Google Plus und YouTube ist da auch mit drin und kannst du Videos hochladen zum Beispiel. YouTube ist dann mehr so eine Multimedia-Plattform, da kannst du Videos hochladen oder teilweise auch sogar Audio-Podcasts kannst du auch machen. Das ist alles mit Google irgendwie in Verbindung. Und du kannst auch die Google-Sachen ausschalten, wenn du es nicht brauchst, ne? Das kann man ja auch machen, sagen, ja. YouTube ohne Google-Account nutzen, ne? Ja, man kann das irgendwie trennen, aber ich habe das gleich, aber wenn ich schon das gemacht habe, da alles und dann braucht man, um nichts mehr einen Kopf zu machen. So habe ich das gemacht. Da sind wir jetzt aber natürlich das schon bei den speziellen Diensten für spezielle Inhalte. Also wo es jetzt nicht einfach nur Text oder Bilder, sondern da geht es dann eben speziell um Videos oder um Audios mit entsprechendem Standbild, wenn man Podcasts über YouTube machen möchte. Ja, das ist ja schon wieder eine andere Hausmarke, ne? Allgemein gibt es ja dann noch die ganz, ganz klassischen Methoden, die Jeffrey und ich ja beispielsweise nutzen. Jeffrey noch ein ganzes Stück klassischer als ich. Willst du mal beim Urschleim anfangen, Jeffrey? Du hast, ja, klar. Du hast so eine schöne 90er-Jahre-Website und da können wir doch mal... Ja. Und das war eine sehr gute Überleitung, ne? Also, bei mir fing das alles ganz klein an. Ich habe damals ein NAS-System geschenkt bekommen, das wollte eine Firma wegschmeißen. Einfach mal so wegschmeißen, mit zwei schönen großen Platten drin. Und die habe ich am Anfang immer nur für mein lokales Netzwerk genommen, also für Musik, um Musik überall in der Wohnung zu hören zum Beispiel. Und halt eben generell großen Speicher zu haben für viele Sachen halt, ne? Und irgendwann mit der Zeit wird man auch neugierig, man erforscht das System so ein bisschen und guckt und tut und macht. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das NAS-System ist mir zu klein, ich brauche ein fetteres. Das habe ich eins, das war von, wie hieß das? Netgear, genau. Der Paddy, mein Kumpel, hat hier noch was eingeworfen, dankeschön. Von Netgear, war auch sehr schönes System, aber wird nicht mehr gewartet, was ich jetzt zumindest habe. Das ist schon ein bisschen älter. Und wie gesagt, war ja auch geschenkt. Jedenfalls bin ich dann gewechselt zu Synology. Spreche ich es richtig aus? Synology ist was anderes. Und Synology ist wirklich ein großer Hersteller, was solche Netzwerksysteme angeht. Und die haben jetzt auch sehr viel mit Barrierefreiheit gemacht, also die Accessibility. Das war mein Android, ist bei denen jetzt auch ein wichtiges Thema auf der Oberfläche von der Seite. War am Anfang nicht so, habe ich mich ein bisschen geärgert drüber, aber mittlerweile scheinen die ganz schön viel zu machen dran. Jedenfalls dieses Synology,
Wer es genau wissen will, das ist die DS 415 Play mit 4 Festplatteneinschüben. Ich glaube 2 GB RAM, klingt zwar jetzt nicht viel, aber für meine Bedürfnisse reicht das. Und ein Dual-Core-Prozessor. Aber gut, ist ja erstmal egal. Hauptsache das Ding läuft. Erzähl doch nochmal bitte, wie viel, was kann man denn eigentlich noch für verschiedene Sachen dran machen? Ist das mit 4 Einschüben schon genug? Oder das kommt immer darauf an, was noch irgendwie erweitern? Es gibt Bausteile dazu irgendwie. Du kannst irgendwie noch ein paar Sachen mehr anschließen. Aber so weit will ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Man muss wissen, was man will. Ich werde noch irgendwann mal ein System kaufen mit 8 Einschüben. Aber das dauert noch hoffentlich lange, weil die Dinger kosten Schweinegeld. Von den Festplatten reden wir erst gar nicht. Da muss man wissen, wie groß sollen die Festplatten sein. Möglichst alle vom selben Hersteller nehmen, weil es muss ja einheitlich laufen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meiner Internetgeschichte. Ich habe ja schon seit Jahren meine eigenen Podcasts gemacht, die ich aber noch ein bisschen ungeschickt übers FTP verteilt habe. Also jeder brauchte da Nutzer und Kennwort. Und damit konnte man sich dann halt meine Folgen runterladen, weil ich habe von der Programmierung, von den Programmiersprachen überhaupt keine Ahnung. Da habe ich jemanden, der mir auch hilft, die Seite zu pflegen. Die Texte schreibe ich selbst, aber er macht halt eben die Texte mit den ganzen PHP-Code. Und da wären wir schon beim nächsten. Meine Internetseite, die hoste ich selbst auf meinem Server halt. Und der ist verbunden mit einer Domain, unter der man mich erreichen kann. Das wäre in dem Fall www.jeffrey-barke.de. Die Domain, die kostet mich im Jahr unter 11 Euro auf jeden Fall. Also ich glaube, das waren 8,90 Euro. Bei dem Anbieter Domain Union, der einem seine Wunschdomain freischaltet und die kann ich auf meinem Server weiterleiten. Und da gibt man dann an, was man freigeben will. Also man hat da sein Webverzeichnis. Und in dem Webverzeichnis sind eben verschiedene Ordner, Dateien und eben halt die ganzen Infos gespeichert, die man so braucht. Ich arbeite noch in einem ganz alten 90er-Style. Bei mir gibt es ein Gästebuch. Ein Counter, also da kann man sehen, wie viele Leute die Seite besucht haben. Vom vorigen Tag und vom aktuellen Tag. Das finde ich irgendwie geil. Und ein Kontaktformular. Also ganz klassisch mit ein paar Überschriften, mit beschrifteten Bildern aber auch. Also da gibt es momentan nur ein Bild. Das heißt, der Text ist nur für Screenreader sichtbar. Und der Sehende sieht sozusagen nur das Bild und die Screenreader erkennen dann eben den unsichtbaren Text dazu. Genau. Und alles liegt auf deiner NAS? Alles liegt auf meiner NAS, genau. Hat natürlich den Nachteil, dass alle dann an deiner Internetleitung rumnuckeln. Also du müsstest schon eine entsprechend hohe Geschwindigkeit haben, damit sich das auch richtig lohnt. Die habe ich. Also man sollte da nicht mit 16 Mbit oder sowas kommen, auf jeden Fall. 16 Mbit down und vielleicht 2 Mbit Upload reichen da nicht. Das war aber auch eher ein Zufall. Die haben bei mir hier, wo ich wohne, in Chemnitz, man will es nicht glauben, Glasfaser bis in die Wohnung verlegt. Und das hat mir jetzt eine Downloadrate von 200 Mbit und eine Uploadrate von 50 Mbit beschert. Und da hält man das schon relativ gut aus. Und ich muss dazu sagen, es lädt ja nicht jetzt jeden Tag hier meine 40 Folgen auf einmal runter. Na, und von daher geht das. Das ist auch schon starkes Holz, was du da in der Hütte hast. Auf jeden Fall. Also ich habe hier schon einige, die sind neidisch. Die wohnen im Westen und haben nur Kupferkabel. Entschuldigung. Ja, ist schon gut. Aber selbst die bringen es auf 50 Mbit. Upload 10 oder so. Keine Ahnung. Ja, 10 Mbit aber Upload. Gehören auch schon zur Zivilisation. Eher nur wieder. Ja, aber ja. Leute, ich habe mit einer 1,5 Mbit angefangen, da war der Upload nur 300 Kbit. Ja. Das war wirklich schräg. Also, aber wenn die Technik-Freaks erstmal im Himmel sind, dann vergessen sie, dass sie mal aus der Gosse kamen, ne? Was das angeht. Richtig. Ja, das stimmt. Du recht haben, Steffen. Dann habe ich mit einer 6 Mbit weitergemacht. Ich war öfter mal im Umzug gewesen und da habe ich von einer 1 Mbit auf eine 6 Mbit hochgeschraubt und dann auf die geile 200er und ich will es weitertreiben. Ja.
Weil es wird hier ein Pilotprojekt gestartet, irgendwie mit 1 Gigabit, das will ich haben. Es dauert noch ein paar Jährchen, in Chemnitz dauert es ein bisschen. Aber wenn da 1 Gigabit da ist, dann, ja. Also was so Internetgeschwindigkeiten betrifft, da ist ja, welches Land war das, Schweden? Die haben ja 1 Gigabit Down- und Upstream. Ja, es gibt Länder, verrückt. Also Deutschland ist relativ weit hinten sogar im Durchschnitt weltweit, was Geschwindigkeiten angeht. Auch im Mobilfunk. Also Mobilfunk ist Deutschland eigentlich, ich glaube, es gibt ein paar Länder, wo es noch schlimmer ist, aber Deutschland ist relativ schlimm, was man bekommt für das Geld. Da kriegt man in Skandinavien irgendwie doppelt, dreifach, vierfach so viel. Naja. Japan und USA sind ja eigentlich von den Bändern eigentlich die stärksten, glaube ich, ne? Ich glaube USA gar nicht mal. Aber ich glaube Skandinavien ist sehr, sehr gut, was Mobilfunk angeht. Die haben auch keine Drosselung oder so ein Mist. Also ja, doch, haben sie schon, aber das geht sehr viel weiter oben los erst. Also da kann man irgendwie 40 Gigabyte heizen, bevor es da Drosselung kriegt und man zahlt eben trotzdem nur einen Bruchteil von dem, was man für die gleiche Gigabyte-Anzahl hier zahlen würde. Geschweige denn, dass es solche Tarife überhaupt gäbe. Da hat der Telekom gerade einen Wahnsinns. Japaner müssten ja eigentlich auch sehr schlimm sein, ne? Das ja, schlimm. Eigentlich mag man es gar nicht meinen, weil die Japaner sind doch eher so ein technikaffines Land. Die sind doch alle so sehr, sehr technikverrückt. Da kommen so legendäre Firmen wie Sony her, die in den 50er Jahren dann angefangen haben, die Märkte aufzumischen, und dann konnten die Japaner auf einmal was. Also ich denke nicht, dass es so schlimm dort ist. Ja, ja, wo die ja fast alles gehört mit dem Handy machen. Mhm. Sogar das komplette Busticket wird übers Netz, also übers Handy gebucht. Naja. Na, da brauchen wir schon ein bisschen mehr, als wir hier mit unserem 5 Gigabyte Poplich hier. Also da gibt es ja von Telekom jetzt im Fall, also ein Tarif, der ist ja wahnsinnig. Der ist wirklich was für Wahnsinnige, so wie ich zum Beispiel. Ich kann mir den momentan nicht leisten, aber wenn ich den mir leisten kann, die bieten wirklich an für 200 Euro in der gesamten EU allerdings, kannst du uneingeschränktes Datenvolumen bekommen. Das ist aber wirklich dann eine Flatrate, ja. Ja, aber ja, gut. Wenn sie den Namen Barke lesen, werden sie es ganz schnell wieder einstellen, denke ich mal. nee. Ja, aber ich denke, da kommen wir jetzt vom Thema ab. Darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ja, ich denke auch, wir schweifen hier ab. Nee, und zwar, meine Homepage, die habe ich noch gar nicht mal so lange am Start. Die habe ich seit voriges Jahr, ist die online. Voriges Jahr im Sommer. Und ich habe so pro Tag, wenn ich auf meinen schönen 90er-Counter gucke, habe ich immer am Tag so zwischen 10 und 30 Besucher. Also es klingt nicht viel, aber für mich ist das schon was. Also es sind auf jeden Fall Leute da. Also ja gut, ja, das also muss man ein bisschen differenzieren. Es kann auch sich um Suchmaschinen handeln. Das kann auch Google-Suchergebnisse. Ja, das sind Google. Ich bin ja auch in diesem, wie heißt das, Frame-Dings? Wie heißt das Ding, was man da aktiviert, dass Google einen findet? Google Webmaster Tools oder welche meinst du? Nee, irgendwie, dass Google dich findet, also dass du aufgespürt werden kannst mit deiner Homepage. Irgendwas mit Frame hieß das doch. Weiß ich nicht. Also normalerweise, wenn man irgendwo verlinkt ist, dann fängt Google irgendwann an, einem selber schon zu suchen. Also eigentlich muss man da, es ist ja immer so ein bisschen früher so diese Suchmaschinenoptimierung, die Seite mit Meta-Tags vollklatschen, bis es gar nicht mehr geht, bis die Seite dann größer war als die Inhalte eigentlich. Das kann was mit Meta gewesen sein. Also irgendwas, also das hat auch die Domain-Union kostenlos, also die bieten für das Geld, bieten mir eine Menge an. Ich habe zum Beispiel einen eigenen Webspace, gut, der ist jetzt nicht so der Kracher, der ist 500 Megabyte, aber ich kann unbegrenzt E-Mails drauf laufen lassen. Ich könnte sogar irgendwann mal anfangen, meine Mailingliste zu machen. Ja, also für 11 Euro knapp bekommt man bei der Domain Union viel geboten. Also ich kann E-Mails-Adressen erstellen, zum Beispiel info@jeffrey-barke.de oder techniktalk@ und so weiter und so fort. Das kannst du da bis ins Unermessliche treiben. Und der Webspace, also der Speicher, den man da hat, die 512 Megabyte, werden von den E-Mails nicht belastet. Das ist richtig cool. Also Domain Union
techtalk.de mal eingeben, wer eine eigene Domain haben möchte. Die sind auch sehr fair im Preis, möchte ich meinen. Also da gibt es nichts zu meckern. Und man kann da auch sehr viel eingreifen. Man kann verschiedene Weiterleitungen machen. Man kann da auch, ich glaube, sogar mehrere Weiterleitungen machen. Wobei das natürlich und wirklich nur für Leute interessant ist, die ihr Zeug selber hosten zu Hause. Weil 512 MB Webspace oder 500 MB Webspace ist gar nichts heutzutage. Also es ist doch nichts, das stimmt. Aber deshalb, mir war das ja egal. Also man kann natürlich auch mit dem Speicher höher gehen. Bis zu einem Terabyte, glaube ich, kann man es da treiben. Da zahlst du aber dann, ich glaube 40 Euro oder 50. Es war gar nicht mal allzu viel im Jahr. Müsste ich mir mal. Ich glaube, es gibt also auch Pakete, wo du so 20 Euro im Monat oder im Jahr. Nee, nicht im Monat, bitte nicht. Nicht so ein Mist. Das sind dann auch die etwas teureren schon. Also, wenn man das für Webspace bezahlt, ist das sehr teuer. Dann, also ich zahle allein schon bei. Na gut, bei Apple habe ich meine Cloud, da zahle ich für 4 Euro für 200 Gigabyte pro Monat, ne? Das ist schon was. Und aber das hat jetzt nichts mit Hosten zu tun. Für einen Zehner bekomme ich schon einen eigenen Server, aber dazu komme ich dann gleich noch, ja. Na, das ist natürlich auch nicht schlecht. Naja, also, aber ich bin mit dieser Ausstattung bin ich sehr zufrieden mit der Domain Union und die haben auch noch nie einen Ausfall gehabt. Und den Webspace nutze ich mal für ein kleines Backup, wenn ich jetzt zum Beispiel, na, Backup kann man nicht sagen, wenn meine Seite ausfällt oder wenn mein Server einen Neustart macht. Ach, siehst du, das müsste ich noch einstellen. Siehst du, dann wird eine kleine Seite laufen, wo dann steht außer Betrieb oder bin gleich wieder da oder sowas. Das kann man da auch machen. Also man kann da schon. Ich habe mir auch schon überlegt, meine Seite, also nur die Homepage mit den Textdateien, auf diesen Webspace zu laden und dann nur die meine Inhalte, also die Podcasts nur zu verlinken. Aber das. Ja, hätte Arbeit zumindest mal den Vorteil, wenn bei dir mal ein längerer Stromausfall oder sowas ist, dann wäre zumindest deine Seite erreichbar. Man könnte ein bisschen was über dich lesen. Na gut, lesen. Gegen den Stromausfall habe ich ja meine USV und die ist auch mit dem Internet alles angeschlossen und also mein Internet läuft noch für bestimmt 5 Stunden. Ja, aber weiter. Wenn der Router ausfällt, dann nützt ja auch das Internet nicht, oder? Wenn der Strom komplett weg ist, dann ist auch der Router weg. Also hängt nützt dir das. Hängt doch alles an der USV. Ist doch alles an der USV angeschlossen. Die hält aber auch nicht so lange. Also die sind ja nur dafür gedacht. Ja, eine Stunde. Ja, eine Stunde. Aber Stromausfälle, da ist wiederum Deutschland eins, also wir haben wenig Stromausfälle. Also ich wohne hier vor einigen Wochen auch einen großen Ausfall. Also Stromausfall also ich wohne für eine hier ganze Stunde. Ich bin seit 10 Jahren hier in der Chemnitzer Stadt und gut, da gab es zwar auch schon Stromausfälle, aber mich hat es nie betroffen. Da haben sie ja mal vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, als diese Energiewende im Gespräch war. Ja, die Netze, die könnten das nicht aushalten und ja, es käme dann zum Stromausfall, wenn alles nicht mehr so redundant funktioniert. Und gab es ja so die Horrorszenarien, aber ihr seht ja, großartig was verändert hat sich nicht. Also ich glaube, Deutschland ist auch eins der Länder, die den stabilsten Strom Fluss haben, also die stabilsten Leitungen haben. Möglich, ja. Also, das ist unser Glück. Ich denke, da kommen wir jetzt mal zu der technisch etwas aufwendigeren Variante, wie ich sie betreibe. Man kann ja im Internet sich Webspace mieten, wie du es ja im Prinzip gemacht hast. Gut, du hast jetzt die meisten deiner Inhalte bei dir zu Hause gehostet. Man kann natürlich auch Webspace sich irgendwo mieten, also im Prinzip Speicherplatz im Internet, wo man Webseiten hochlädt. Je nach Ausstattung kriegt man das wie früher reine HTML-Dateien plus entsprechende Binärdateien, also Bilder, Videos, Audios, was auch immer, gecrackte Software, also was der Mensch so braucht. Und dann gibt es noch entsprechend größere Pakete, wo man dann serverseitige Programmiersprachen noch unterstützt bekommt, also PHP oder ASP. Mein Server kann normal, es ist nur PHP mehr. Das kann mein Server auch nur, glaube ich. Ja. Im Prinzip hast du eine Oberfläche in der Diskstation, die das alles schon mehr oder weniger anbietet. Allerdings muss man dann wirklich tiefer ins System eingreifen, wenn man da benutzerdefinierte Einstellungen auch haben möchte. Und da bietet es sich eben auch an, sich ganze Linux-Server zu mieten.
Die Preise gehen dann natürlich ein bisschen höher los, je nachdem, was man haben möchte. Es gibt virtuelle Server, die reichen dann für etwas aufwendigere Webseiten aus, mit Datenbankunterstützung, wenn da eine große Datenbank dran hängt, wo einfach ein eigener Webspace an die Grenzen gerät. Da kann man dann anfangen, sich einen virtuellen Server zu mieten. Da hat man dann ein komplettes Linux-System drauf oder ein Windows-System, je nachdem, womit man arbeiten möchte. Hat natürlich den Nachteil, es braucht einen gewissen Aufwand an, einen technischen Aufwand. Man muss wissen, wie man diese ganzen Sachen administriert. Es gibt Administrationsoberflächen für diese Server. Plesk ist eine davon oder in der Open-Source-Lösung, was ich jetzt beispielsweise einsetze, dieses IMSCP, also Internet Multi-Server Control Panel nennt sich das dann ausgeschrieben. Und da kann man im Prinzip auf einer Oberfläche alles auch selber anlegen, Domains mit entsprechenden Features. Stefan, sag mal, musst du das hier alles auch mit diesen... wie heißt das denn, wo du diese Kontrollfelder öffnest und dann alles mit so einem richtig langen Befehl dann eingeben? Kontrollfelder? Also du meinst es bestimmt, wenn du jetzt den Code selber schreiben musst, wenn du jetzt zum Beispiel Parameter... Es gibt ja diese, ich weiß jetzt nicht, wie man die ganz genau nennt, über diese Kontrollbox da, ich komme jetzt nicht drauf. Du meinst ein Terminal? Ja, genau. Ja, das sollte man schon, die Grundkenntnisse sollte man drauf haben, die Linux-Befehle. Man braucht sie jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber zumindest um Updates einzuspielen, um benutzerdefinierte Konfigurationen zu machen am System, da braucht man definitiv Grundkenntnisse in Linux. Also sprich die ganzen, wie wechselt man ein Verzeichnis, wie lässt man sich ein Verzeichnis auflisten, wie kopiert man Dateien, wie editiert man Dateien und so weiter und so fort. Also im Prinzip das, was man unter Windows oder unter grafischen Oberflächen mit Maus und Tastatur macht, das macht man über das Terminal durch die bloße Eingabe von Befehlen. Und das ist ein bisschen aufwendiger natürlich. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wer sowas mag, der weiß dann natürlich, sich zu helfen. Hat auch den großen Vorteil, es ist bedienbar, ne? Es ist jedenfalls bedienbar, ja. Du musst ja nicht mit grafischen Oberflächen rumschlagen, ne? Genau. Also ich könnte das zum Beispiel nicht, ich bin in so etwas ganz schlecht, muss ich sagen. Wer das gut kann und weiß, für den ist das natürlich ideal, weil er dann nichts mit grafischen Sachen zu tun hat. Solche Linux-Systeme, die wurden ja im Prinzip schon in den 60er, 70er Jahren eingesetzt. Damals hieß es dann noch Unix. Also Linux ist ja im Prinzip ein Unix-Derivat. Ja, und seit damals hat sich im Prinzip nicht viel verändert. Man hat Verbindungen aufgebaut, rein textbasierte Verbindungen von Server zu Server. Und das passiert heute im Grunde auch noch. Man hat natürlich entsprechende grafische Tools. Also auch FTP-Verbindungen baut man jetzt nicht mehr über eine reine Konsole auf. Das kann man mittlerweile auch grafisch machen. Selbst die SSH-Verbindungen, also was man für Terminal-Sachen nutzt, kann man zum reinen Dateitransfer auch grafisch nutzen. Das funktioniert. Aber gerade wenn man das Betriebssystem steuern möchte, dann kommt man über so ein Terminal-Programm nicht drumherum. Also da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, wenn man solche Sachen angehen möchte. Das ist halt zum Beispiel so bei ganz speziell, also so speziell wird es nicht sein, aber mein Server verschickt, wenn ich jetzt jemanden anmelde, eine Standard-E-Mail, herzlich willkommen auf dem Server so und so und bla bla bla. Und diesen E-Mail-Text wollte ich geändert haben und da musste ich auch mir aus der Ferne helfen lassen, weil wie gesagt, ich kann das nicht. Auch über SSH und dann über die Konsole, da musste ich dann irgendeinen Dateipfad eingeben und dann konnte man die Textdatei editieren und das heißt die E-Mail: Schön, dass es euch gibt und seid froh, dass ihr hier drauf kommt. Im Prinzip so die E-Mail-Vorlage ändern. Ja, genau. Das habe ich bei meinem Control-Panel zur Verwaltung des Servers. Das ist ja dann auch grafisch. Also ich muss eine ganze Menge zwar noch über die Kommandozeile machen, über die Shell, aber es gibt eben auch ganz eine Menge, was man schon grafisch verwalten kann. Gerade so Domains und E-Mail-Adressen einrichten und Speicherplatz verwalten. Und da kann man auch neue
Nutzer einrichten und entsprechend gibt es dann auch E-Mail-Vorlagen, wenn man mit den Nutzern kommunizieren möchte, wenn man E-Mails rausschickt, dass das ein bisschen automatisiert passiert und dass man dann entsprechende Vorlagen sich erstellen kann. Das kann ich dann wiederum über ein Webinterface machen. Das kann mein Server noch nicht, leider. Das habe ich mir auch gewünscht, aber naja, vielleicht kommt das dann auch. Das ist also die Möglichkeit, die eigene Webseite auch noch ein bisschen aufwendiger ins Netz zu stellen. Es gibt da virtuelle Server, wie gesagt, aber auch dedizierte Server. Das bedeutet, das ist dann nochmal eine Stufe höher. Man hat dann eigene Hardware dazu stehen. Da ist ein komplett eigener Rechner, der gehört einem. Ein virtueller Server, den teilt man sich mit anderen Kunden. Also man bekommt ein Hardware-System, wo dann etliche virtuelle Systeme drauf sind. Und je nachdem, wie die Ressourcen verteilt sind, bekommt dann jeder Kunde eben nur entsprechende Ressourcen zugewiesen. Und wenn er Pech hat und der Server zu voll ist, dann kann es dann bei aufwendigeren Sachen dann auch da schnell mal an die Grenzen kommen. Ein hardwarebasierter Server, den man sich im Internet mieten kann, der ist natürlich entsprechend teuer. Der geht, ja, was habe ich jetzt gesehen? Also einige Anbieter bieten welche für 20 Euro teilweise an. Das sind dann so kleine Server mit Atomprozessor, Intel-Atomprozessor. Die sind auch entsprechend begrenzt dann. Aber wenn man einen richtig dicken Server haben möchte, so 50 Euro aufwärts, muss man schon rechnen. Und nach oben gibt es da im Prinzip keine Grenzen. Nee, mit, was ich, 128 GB Arbeitsspeicher und noch höher. Und also da ist das schon... Das ist dann eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man eine eigene Firma hat. Das ist dann schon mit dem Gamer-Bereich, also hier für den Gamer-Bereich dann schon solche fetten Speicherzahlen. Ja, selbst die, gibt's ja viele. Ich glaube, selbst die brauchen nicht solche Server. Sag mal, wenn ich hier da jetzt, sag ich mal, so ein Paket haben will mit 50 Euro, was ist denn das denn für eine Grundausstattung? Das sind dann Server, naja... Entsprechend, ich glaube, bei 8 Kernen oder so fangen die Prozessoren an. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ich habe die dedizierten Server nicht so ganz im Blick, weil die auch irgendwie außerhalb meines Budgets liegen. Und ist auch viel zu hoch, also ich brauche da nicht solche gigantischen Leistungen. Aber so 16 GB RAM oder 32 GB RAM, ein Radiokollege von mir, der hat solchen Server, der hat sich einen für 45 Euro gemietet und hat dann schon 32 GB RAM drin, ein 8-Kern-Prozessor, soweit ich das in Erinnerung habe, und ein RAID-System mit 2x 1 Terabyte Festplatte, wenn ich jetzt, ja, genau sowas war das, also... Im Prinzip ein ausfallsicheres Speichersystem. Wenn eine Platte kaputt geht, dann kann man die einfach austauschen und dann wird das RAID neu geschrieben. Da kann man dann eben entsprechend auch so Webseiten hochladen, Webseiten verwalten und im Prinzip hat man da keine Begrenzungen. Mal abgesehen, wenn jetzt der Hoster, der diesen Server anbietet, noch entsprechende ja, Beschränkungen auferlegt über den Traffic-Verbrauch, also wie viel Daten man durchs Netz schicken darf. Die meisten haben dann so eine Fair-Use-Flatrate, aber im Grunde ist man dann... Was heißt? Na, das bedeutet, man hat unbegrenzten Traffic, aber man darf natürlich keine Tauschbörsen betreiben auf diesen Servern. Also man darf keine Video-Hosting-Portale oder sowas betreiben. Für sowas gibt es in der Regel andere Provider, das sind dann meistens Content-Delivery-Networks. Und die haben sich auf solche Sachen spezialisiert. So die normalen Hoster, nehmen wir mal Strato oder nehmen wir Server4U, da darf man sowas nicht machen, weil damit beeinflusst man teilweise dann auch andere Kunden, wenn man die Leitung zu sehr dicht macht, die 100 Mbit oder 1 Gigabit oder was man da mittlerweile bekommt. Also es gibt da schon noch ein bisschen Beschränkung. Wie sieht denn das aus? Ich möchte jetzt, sage ich mal, einem Weblog ins Netz stellen. Wie ist das denn da? Kann ich da auch einfach mir eine SOP-Domain machen und dann, wie geht es dann weiter, sag ich mal? Also für Weblogs gibt es eigentlich auch sogar kostenlose Dienste. Da muss man nicht mal was bezahlen. Es gibt von Google dieses Blogger, was aber, glaube ich, nicht so schön zu bedienen ist. Dann gibt es WordPress, ist eine sehr verbreitete Plattform. Da kann man das selber hosten, aber man kann auch auf wordpress.com sich eine Subdomain einrichten, also meinetwegen mesfludinhusainowski.wordpress.com und dann kannst du dir dort einen Blog einrichten.
Hast auch. Das heißt immer noch Usainowski. So viel Zeit muss sein am Tag. Ich kann kein Russisch, tut mir leid. Aber. Es ist auch kein Russisch. Das ist Mazedonisch. Ja, ist ja gleich, ist ja egal. Sag das bloß nicht zu einem aus Jugoslawien. Ja, das ist also WordPress.com. Man kann natürlich auch Weblogs selber hosten. Da gibt es verschiedene Systeme. Es gibt das WordPress, wie erwähnt. Es gibt es gibt PHP-basierte Anwendungen, WordPress, .clear, was ich an einem meiner Blogs verwende. Es gibt kleine Blogsysteme. Es gibt mittlerweile auch Blogsysteme, die rein auf JavaScript basieren. Ghost hieß eins, was mal recht gut im Gespräch war. Das war so ein minimales Blogsystem, war aber nicht gerade unaufwendig zu installieren. Also man hat gerade im Bereich der Weblogs, da kommt man eigentlich auch schon mit kleinen Webspace-Paketen schon relativ weit. Da braucht man keinen ganzen Server sich anmieten. Okay. Ja, klingt ja sehr interessant und vor allem sehr umfangreich auch. Also ich denke, ich bin mit meiner Lösung, wie ich sie jetzt habe, sehr zufrieden. Und bin erstmal zufrieden, wie es auch zurzeit läuft. Und gut, fortschreiten kann man immer. Und oder sich aktualisieren. Aber zurzeit, meine Homepage, die läuft gut. Und ich denke, ich werde noch ein paar Jahre so weitermachen. Und der 9. Style bleibt. Den wirst du noch in 10 Jahren vorfinden. Ne? Ändere ich nicht. Das hat irgendwie was. Also, ich finde das geil. Oh, Hilfe. Das, ich habe auch mal, ich habe meine erste Webseite, die habe ich in Word geschrieben. Microsoft Word 2000. Habe ich einfach eine Seite geschrieben, irgendein Dokument, Überschriften reingebaut, Links reingebaut, kann man ja alles machen in Word und dann als HTML abgespeichert. Da waren oben dann die Meta-Tags in dieser Seite, die waren größer als der eigentliche Inhalt. Die Seite war dann irgendwie ein paar hundert Kilobyte groß. Aua. Nur für ein bisschen Text. Also, das ist schon sehr extrem. Und dann habe ich irgendwann natürlich angefangen, selber HTML zu schreiben. HTML ist so eine Sache, hat man früher natürlich machen müssen, weil es einfach noch nicht so diese Systeme gab. Es gab so, für Windows-Nutzer gab es dann entsprechende Editoren, Frontpage beispielsweise, da konnte man Seiten erstellen oder andere kleinere Editoren, die einem dann im What You See is What You Get Verfahren, also im Prinzip wie so ein Texteditor, gibst du den Text ein und machst ein paar Formatierungen und wenn du das abspeicherst, wird es dann in HTML umgewandelt. Muss man heute teilweise gar nicht mehr offline machen, sondern es gibt im Prinzip die Content-Management-Systeme. Eine spezielle Form davon sind die Blog-Systeme, also auch wie WordPress. Aber es gibt eben auch Systeme, die sind ein bisschen komplexer noch. Dort kann man die Webseiten auch über einen Editor verwalten, schreibt da Text rein und der formatiert dann das automatisch als HTML. Man kann die Menüs dann verwalten, man kann die Webseite mit Plugins ausstatten, wenn man noch irgendwelche spezielle Funktionalität haben möchte. Zum Beispiel ein Gästebuch, zum Beispiel ein Counter. Ja, sowas gibt es auch in der neuen Welt noch. Aber ist nicht mehr so ganz in der Mode, aber es funktioniert noch. Newsbereiche kann man, Foren kann man anlegen. Also ganze Portalsysteme gibt es da. Je nach Geschmack, je nachdem, was man braucht, von ganz klein bis ganz, ganz groß. Was ist denn da eigentlich das Bessere, PHP oder HTML? Da gibt es auch HTML5, ist ja jetzt ganz neu irgendwie oder schon, also mit einer der neuesten. Na Moment, da vergleichst du jetzt Äpfel mit Birnen. PHP ist ja eine serverseitige Sprache und HTML ist eine clientseitige. Also die wird an den Client ausgeliefert und der Client wandelt dieses HTML dann um, also sprich der Browser, wandelt dieses HTML oder macht aus diesem HTML dann eben einen formatierten Bildschirmtext. Also Ach so. PHP ist im Grunde eine serverseitige Sprache und die hat mit dem HTML an sich so erstmal nichts zu tun. Es gibt ja auch PHP-Anwendungen, die man rein auf der Konsole ausführen kann. Die macht dann einfach nur Textausgaben, aber das hat dann nichts mit HTML zu tun. Da kann man dann serverseitig einfach noch irgendwelche internen Sachen machen. Also von daher ist das jetzt nicht so
nicht so zu vergleichen. Also alles, was irgendwie im Internet ausgegeben wird, ist irgendwo HTML. Viel wird mit JavaScript gemacht, aber selbst in diesem JavaScript befinden sich HTML-Elemente. Ne? Das ist irgendwo immer noch die gleiche Ursuppe, aber es wird halt viel experimentiert. Es heißt nicht mehr nur rein PHP und HTML und MySQL, sondern immer mehr JavaScript, weil mit JavaScript lassen sich dann auch Anwendungen schreiben, wo man so ein bisschen so ein Desktop-Feeling hat, wo dann einfach so Dialogfelder aufpoppen können und wo man halt so ein bisschen die Möglichkeit hat, Desktop-Anwendungen in den Browser zu bringen. Wie effektiv das ist, muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es jetzt nicht so eine schöne Entwicklung, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kannst du noch ein, zwei Worte zum HTML verlieren? HTML ist ja keine richtige Programmierer-Richtung, sondern einfach Programmiersprache. Nur... Nö, HTML ist eine Auszeichnungssprache, also eine Textformatierungssprache, wenn du so willst. Da gibt es entsprechende Tags, die werden in Klammern oder in kleiner als und größer als Zeichen dem Text vorangestellt und hinterweg und damit werden Texte im Prinzip formatiert. Also programmieren kann man da im Grunde nicht. Das ist dann eher schon das Gebiet von PHP und JavaScript. Also ich habe das mal gelesen, ich beschäftige mich ja auch damit ein bisschen. Bin eigentlich noch blutiger Anfänger. Ich kann aber schon ein paar Sachen lesen, ich kann auch ein paar Sachen tippen. Und darum dachte ich, könnte man ja auch ein, zwei Worte dazu verlieren. Weil du musst ja wirklich nur dieses Klammer auf, dann tippst du HTML, dann wieder eine Klammer zu und... Ein kleiner Zeichen HTML größer als, damit fängt man ein HTML-Gerüst an. Ein kleiner Zeichen Head größer als, das ist dann der Kopfbereich, wo dann alle Metatext und der Seitentitel drinstehen. Dann gibt es den Body, das ist der Seitenkörper sozusagen, da kommen dann alle Seiteninhalte rein, das Seitenmenü, der Seitentext, die Bilder, die verlinkt sind, alles Mögliche. Und richtig. Das ist so ein HTML-Gerüst. Und dann eben kannst du es eben mit was du da auch gesagt hast, ja noch die Hintergründe verbessern, dass es auf jeder Seite gleich aussieht. Und so, das kannst du, glaube ich, mit den P... Nee, das ist wiederum CSS. Das ist was ganz anderes. CSS ist wiederum nur so ein rein designbasiertes Format. Das ist Cascading Style Sheets, nennt sich das. Da kann man festlegen, welche Farbe, welche Hintergrundfarbe. Also das kann man im reinen HTML natürlich auch, aber das macht heutzutage niemand mehr. Weil wenn man Webseiten programmiert, dann möchte man, dass die möglichst überall gleich aussehen. Und um irgendwie doppelte und dreifache Programmierarbeit zu vermeiden oder Schreibarbeit zu vermeiden, schreibt man dann entsprechend sogenannte CSS-Sheets oder Cascading Style Sheets. Und dort werden solche Sachen notiert. Die Hintergrundfarbe, die Hintergrundbilder, die Textfarbe, die Linkfarbe, alle möglichen Farben und dann entsprechend noch Anweisungen, weil jeder Browser, der eine Webseite anzeigt, macht das im Prinzip, wie er will. Also es gibt, früher war es noch schlimmer, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil viele Browser nutzen dann die gleiche Browser-Engine im Hintergrund. Früher hat jeder Browser so ein bisschen seine eigene Suppe gekocht und wenn jemand eine Webseite programmiert hat, musste er dafür sorgen, dass die Webseite überall möglichst gleich aussah. Und das ist nicht gerade leicht. Es gibt ja auch in einigen Webseiten, dass man das selber festlegen kann. Also durch die Cookies wird es dann auch, die werden natürlich auf dem jeweiligen System, der die Seite benutzt, gespeichert, dass man da die Seite größer machen kann, kleiner, Farbe ändern kann und so. Also für jemanden, der eine Seheinschränkung hat, sehr schön. Ja, das funktioniert dann entweder über Themes, die man dem Benutzer zur Auswahl anbietet. Der Benutzer selbst kann es natürlich auch im Browser ein bisschen einstellen, eigene Farbschematas für die Seiten einrichten. Aber als Seitenbetreiber kann man natürlich auch eine ganze Menge schon vorgeben. Eine weitere Möglichkeit, um Webseiten zu schreiben, ist ja nicht nur das HTML, sondern was auch immer mehr in Mode kommt. Ihr werdet das vielleicht von der Wikipedia her kennen. Da kann man ja selber Seiten... Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Seiten erstellt bei Wikipedia? Nee, noch nie. Nee, aber ja. Ich lese zum Beispiel...
Als ich mich hier auf die Sendung heute vorbereitet habe, habe ich natürlich auch den Facebook-Artikel von Wikipedia gelesen. Ja, wenn man bei Wikipedia Seiten erstellt oder in einem anderen Wiki, ich glaube, bei Wikipedia ist es sogar über einen visuellen Editor gelöst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es selber auch noch nicht gemacht, aber es gibt dort eine Auszeichnungssprache, um Elemente zu verlinken, zu formatieren. Die ist nochmal ein bisschen einfacher als HTML. Das ist eine Sprache, die auch in anderen Projekten immer mehr Einzug hält, gerade für so kleinere CMS, wo man nur ein paar Seiten braucht, ein paar statische Seiten, oder es gibt auch Blogsysteme, die dieses Format nutzen. Das nennt sich Markdown. Oder wer schon mal. Habe ich schon von gehört. Ja, wer schon mal bei GitHub ein Projekt veröffentlicht hat, der kann auch dort Markdown nutzen. Markdown ist im Prinzip eine Formatierungssprache, die sehr einfach gehalten ist. Und die hat den Vorteil, man kann solche Dateien auch als reine Textdatei lesen. Wenn man sie irgendwo hochlädt und einen entsprechenden Interpreter hat, dann werden sie trotzdem in HTML umgewandelt und entsprechend formatiert ausgegeben. Aber ansonsten kann man diese Dateien auch sehr gut als reine Textdatei lesen. Dieses Markdown bringt Formatierungen mit, die sehr einfach zu notieren sind. Beispielsweise, wenn man einen fettgedruckten Text haben will, umrahmt man ihn einfach mit zwei Sternchen, also Sternchen, Text und Sternchen. Wenn man eine Überschrift formatieren möchte, dann kann man das mit Nummernzeichen machen und je nachdem, wie viele Nummernzeichen man vor einer Überschrift schreibt, je nachdem formatiert sich dann das Überschriftenlevel. Also in HTML hat man ja fünf oder sechs Überschriftenlevels. Ein Nummernzeichen ist das höchste Level, die Überschrift 1, die ist dann entsprechend groß formatiert. Zwei Nummernzeichen ist Überschrift 2, drei Nummernzeichen Überschrift 3 und so weiter und so fort. Also sehr einfache Formatierungsmöglichkeiten, oder wenn man verlinken möchte, dann setzt man den Linktext in eckigen Klammern und gleich dahinter in runden Klammern das Linkziel. Also ein sehr einfaches Format. Das ist dann auch für Leute gedacht, die Inhalte ins Netz stellen wollen, aber sich eben weder mit großen visuellen Editoren rumschlagen wollen und auch kein HTML unbedingt lernen wollen. Da gibt es wirklich mittlerweile sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Kann man das kombinieren mit PHP? Wäre für mich sehr interessant, dass ich auch mal selber meine Links schreiben kann und die Dateinamen dazu. Kann man da, na gut, du kennst meine Konfiguration nicht, wäre es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber kann man dafür sorgen, dass das geht, wenn man da ein entsprechendes Tool für den Server lädt und dass der das umwandeln kann? Also es gibt dieses Markdown. Ja, Markdown und reines HTML kann man kombinieren. Ob man PHP mit dort einbauen kann, das variiert dann von System zu System. Also ich habe einen CMS, das sich Yellow CMS nennt, und das wird komplett über Markdown verwaltet. Man kann dort Markdown, HTML, JavaScript kann man alles mischen, wenn man es nicht verboten hat. PHP-Code muss man trotzdem dann noch selber schreiben und entsprechend in die Dateien, in die entsprechenden Content-Dateien mit einbauen. Da muss man trotzdem noch ein bisschen rumprogrammieren an dem Ding, wenn man aufwendigere Sachen braucht. Also so einfach geht es dann leider doch nicht. Schade, schade. Ja, und ich denke, wir haben euch heute wirklich mal gezeigt, was man alles kann. Ja. Das sind also so... Sehr informativ auch. Es gibt natürlich für spezielle Dienste immer noch spezielle Anwendungen, so beispielsweise für reine Podcast-Hostings oder so gibt es Seiten, meistens auch kostenpflichtige Dienste, oder für Videos eben YouTube und so. Das sind dann eben die speziellen Dienste. Wollte ich gerade sagen, aber wer nur im Video, ja, wer jetzt zum Beispiel einen Videopodcast machen will, der braucht das überhaupt nicht zu machen, was wir gerade gesagt haben, also keinen Host und keine NRS und nichts. Der meldet sich einfach nur mit seinem Google-Konto an und kann dann seine Videos hochschmeißen. Also das ist dann der einfachste Weg für jemanden, wer sich überhaupt nicht damit auskennt und nicht wirklich Geld ausgeben will, der kann auch YouTube nutzen. Genau, aber wer wirklich darauf Wert legt... Oder Soundcloud. Ja, Soundcloud, für seine ja. Audio-Podcasts. Die Seite wird zwar immer furchtbarer, aber gut, man kann so nutzen. Ja, aber wer wirklich seine eigenen Inhalte unbegrenzt mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ins Netz stellen möchte, der sollte sich natürlich entsprechend nach Webspace-Paketen oder Server-Paketen
umschauen. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch ganz tolle Videos bei YouTube dann natürlich, wo auch gezeigt wird, was man auch alles braucht. Wer ein Projekt bei YouTube da starten will mit Videos und so. Also da gibt es ganz tolle Sachen und wirklich toll erklärt. Und man muss auch, jeder muss schauen, was will er haben, was will er machen. Da gibt es ein Video, das geht, glaube ich, über mehrere Teile. Das habe ich mal gesehen, das ist, glaube ich, 10 Stunden lang. Oh. Aber das ist in 10 Teile auch unterteilt und ist wirklich schön. Und das kann man auch für YouTuber, also die YouTuber wollen, werden wollen, wirklich empfehlen. Was ich auch noch vielleicht noch einwerfen könnte, ich habe einen Kumpel, der macht seine eigene Musik, so Trance-Musik. Und der hatte mal, das hat aber auch irgendwie nicht mehr geschafft in der letzten Zeit, seine eigene Homepage mit so einem, ich sage es einfach mal, Baukasten. Gibt's ja auch verschiedene Service-Anbieter, die das einem, also auch mit Webspace-Paket, und die einem dann verschiedene Bausteine vorgeben, was man da machen kann. Also auch ein Forum oder auch ein Gästebuch, dass man das selber bearbeiten muss, also selber seinen Text schreiben muss, aber dass halt eben die Bausteine ja schon vorgegeben sind. Ne? Die gibt's noch? Halt eben, diese Webbaukästen? Die gibt es noch. Ich kenne das von früher. Ja, so. Ich habe damals, als ich dann nach Word, da habe ich dann irgendwann mich mal umgeguckt und da gab's dann, das weiß ich noch, da gab's Münster.de war so eine Seite, da konnte man sich dann, da gab es so einen Homepage-Baukasten. Ich weiß, Münster.de, und dann hatte man /Tildezeichen Benutzername. Und dann hatte man eben die eigene Homepage dort und konnte dann so Seitentexte eingeben. Das weiß ich noch. Aber ich dachte, dass diese Dinger gar nicht mehr so richtig in Mode sind. Doch, die gibt es wohl noch. Also ich weiß ja jetzt keinen Anbieter. Ich müsste meinen Kumpel nochmal fragen, bei welchem er war oder immer noch ist. Und ich meine, der hat sich ja auch viel und helfen lassen von seinen Bekannten. Aber das gibt's noch. Also diese Baukästen gibt es noch. Ja, gerade für Musiker gibt es ja auch ganz viele Portale. So Bandcamp ist so eine schöne Seite. Da kann man auch sehr viel selbst machen an den Seiten. Und Musik hochladen in allen möglichen Formaten. Beziehungsweise Bandcamp macht das ja selber. Also man lädt das als FLAC-Datei hoch oder als WAV-Datei. Und Bandcamp wandelt das selber dann um. Und man kann da aber nicht nur Musik drüber verwalten, sondern auch T-Shirts und andere Goodies für irgendwelche Bands, so T-Shirts, man kann auch seine Sachen, alles Mögliche. Also verkaufen. Das sind dann sehr spezielle Dienste natürlich. Und das, denke ich, führt dann zu weit, wenn man für jeden Dienst jetzt noch einzeln entsprechend Anleitung gibt. Genau. Aber interessant war zu wissen, dass es sowas gibt. Ja, ihr hört es, wir haben noch genug Gesprächsdarf, aber wie gesagt, für Anregungen und so haben wir natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe, den Tech Talk. Wer wirklich Interesse hat, uns Feedback mal zu geben, kann das natürlich uns per Mail schicken oder eben im WhatsApp unter Team Talk. Und dann bedanke ich mich bei meinen beiden tollen Team hier, meinen beiden Mitstreitern, und schicke euch jetzt einfach Knöpfchen aus und wünsche euch alles. Tschüss. Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Habt ihr Fragen zu unseren Episoden oder möchtet selbst einmal mitmachen? Kein Problem. Alle Informationen zu unserem Podcast und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage. Öffnet dazu die Seite podcast.kubus.de/techtalk.